Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen und besten Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren für die Einladung zu dem Vortrag, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ich versuche heute mal aus schulpädagogischer Sicht zu dem Themenkomplex Digitalisierung und Bildung Stellung zu nehmen. Digitalisierung ist mit Sicherheit das Thema, das uns aktuell vielfach begegnet, auch in der Tagespresse. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Und ich möchte als Einstieg mal versuchen, diese Brisanz, die hinter dem Thema steckt, mit folgender Folie oder mit folgenden zwei Folien versuchen zu veranschaulichen. Ich zeige das gerne auch immer wieder in Vorträgen, auch in Seminaren mal her und frage dann die Zuhörenden, ob sie wissen, was das ist. Und 95% der Anwesenden, wahrscheinlich sogar 100%, wissen, dass das ein Smartphone ist. Manche können sogar ganz genau sagen, dass das ein iPhone 5 ist, weil man es anhand der Umrandung erkennen kann. Und als Kontrast dazu zeige ich gern folgendes Bild und stelle dieselbe Frage. Wissen Sie denn, was das ist? Und ich kann Ihnen versichern, in meinen Seminaren, in meinen Vorlesungen bin ich nicht mehr bei demselben Prozentsatz, sondern der geht dramatisch nach unten. Was zeigt diese Gegenüberstellung? Dass uns die technische Welt heute weitaus vertrauter ist wie die natürliche Umwelt, die uns umgibt. Und wenn man das mal ernst nimmt und aufgreift, gerade aktuell vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit, auf die ich später nochmal zu sprechen komme, ist es naheliegend, dass hier durchaus Spannungen entstehen und durchaus auch kontroverse Diskussionen sich entzünden. Und das ist für mich durchaus auch ein Ansatzpunkt, drauf zu schauen, nicht zu sehr apokalyptisch oder euphorisch in Diskussion zu werden, sondern als Erziehungswissenschaftler immer versuchen, realistisch zu bleiben und schauen, was wissen wir denn wirklich über diese Facetten, was wissen wir denn über digitale Medien im Kontext von Bildung und Schule, um dann vernünftig letztendlich vernünftige Schlüsse daraus ziehen zu können. Vor dem Hintergrund möchte ich in meinem Vortrag auf folgende Punkte eingehen. Ich möchte im ersten Schritt genau den Aspekt nochmal kurz aufgreifen, diese Euphorie und Apokalypse, weil ich diese Diskussion wichtig finde. Manche sagen, man kann das nicht mehr hören, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich finde das wichtig, weil letztendlich ist die Wahrheit ganz oft zwischen den Extremen zu finden. Schöne aristotelische Position. Und insofern sind die Extreme immer wichtig in der Diskussion und letztendlich diese Wahrheit, diese goldene Mitte herausfinden zu können. Das möchte ich im ersten Punkt kurz tun, um dann eine Reflexion im Hinblick auf Schule und Unterricht zu ziehen. Bevor ich in einem zweiten Schritt den Vortrag zuspitze, nämlich auf die Frage, was wissen wir denn wirklich über die Wirksamkeit von digitalen Medien? Es ist in der Tat sehr kontrovers, die Diskussion, und da möchte ich einen realistischen Blick auf die empirische Forschung lenken und mal danach fragen, was können wir dazu sagen? Bevor ich einen Transfer einen Schritt weiter gehe in die Praxis, der für mich ganz entscheidend ist, dass wir nämlich es schaffen müssen, vom Informationsträger zur Informationsverarbeitung zu kommen, weil das letztendlich der Bereich ist, wo sich der Mehrwert, der empirisch nachweisbare Mehrwert von digitalen Medien zeigt. Und das ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir so denken, weil wir gewisse Verantwortung auch im Hinblick auf vor allem die Kinder und Jugendlichen in Schule und Unterricht haben. Bevor ich dann am Schluss eine Conclusio ziehe, Pädagogik vor Technik, um deutlich zu machen, dass das für mich aus pädagogischer Sicht die zentrale Botschaft sein muss. Wir können nicht uns dem Diktat der Technik unterwerfen, weil das schnell inhuman werden kann, sondern als Erziehungswissenschaftler, als Lehrpersonen haben wir Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Und insofern muss der Mensch im Zentrum stehen, weswegen ich Pädagogik vor Technik als Formel definiere. Zum ersten Punkt wieder ein Technisierungswahn. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, die kennen Sie vielleicht, die in der Diskussion immer so als Gegenpole auch gesehen werden. Zum einen Manfred Spitzer, auf der anderen Seite Jörg Träger, die beide Bücher verfasst haben, die durchaus zu größeren Diskussionen geführt haben. Und das zeigt durchaus auf, wie weit die Spannweite gehen kann. Ich mache beispielsweise auch in Schulen, wenn ich mit dem Thema bin, gerne das Experiment, dass ich das Kollegium aufstellen lasse auf einer Linie, von den Apokalyptikern bis hin zu den Euphorikern. Und Sie können sich sicher sein, Sie werden in einem Kollegium die ganze Spannbreite finden. Und wie wichtig ist es dann, wenn ich hier zu einer digitalen Transformation in Schule und Unterricht kommen möchte, dass ich die Befindlichkeiten der einzelnen Lehrpersonen ernst nehme. Katastrophal wäre es, wenn ich sage, es macht mir jetzt alle so, ohne die Diskussion zu suchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, der nämlich entscheidend ist, damit Digitalisierung letztendlich erfolgreich umgesetzt werden kann. Und vor dem Hintergrund von Schule möchte ich
eine Synthese ziehen. Ich bin weder auf der Seite der Apokalyptiker noch auf der Seite der Euphoriker. Ich bezeichne mich immer gern als Realist an der Stelle. Und als Realist ist für mich der Bildungs- und Erziehungsauftrag entscheidend, der sich letztendlich ableitet aus dem Bekenntnis, dass Digitalisierung Teil unserer Lebenswelt ist. Das heißt, es lohnt sich für mich nicht darüber zu diskutieren, ob digitale Medien Eingang finden sollen in Schule oder nicht. Sie sind bereits Teil unserer Lebenswelt. Insofern muss Schule überlegen, was machen wir denn mit dieser Veränderung in der Lebenswelt und wie können wir so gestalten, dass der Bildungs- und Erziehungsauftrag vor diesem Hintergrund auch umgesetzt wird. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht aus der Bayerischen Verfassung. So einen Artikel finden Sie übrigens in jeder Länderverfassung, wo es recht schön heißt, Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Und diese Zuspitzung finde ich ganz wichtig als generellen Bildungsanspruch, als bildungstheoretischen Hintergrund von Schule. Es geht nicht nur um Wissen und Können. In der Bayerischen Verfassung finden Sie in der Folge kein einziges Fach, das genannt wird. Sondern finden Sie so Sachen wie Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne, im Geiste der Demokratie, in Liebe zur bayerischen Heimat, Punkt, Punkt, Punkt. Kein einziges Fach. Und das ist das, was mit Herz und Charakter auch gemeint ist. Und das ist für mich als Schulpädagoge sehr zentral. Das ist nämlich ein grundlegender Bildungsanspruch, den wir erfüllen müssen. Und insofern ein klares Bekenntnis an der Stelle. Und wenn ich vor diesem Hintergrund, vor dem Bildungs- und Erziehungsauftrag mehr auf Schule blicke, dann möchte ich eine erste Strukturierung vornehmen, die mir hilft, mein Thema ein bisschen einzugrenzen. Sie kennen das didaktische Dreieck, bestehend aus Lehrer, Schüler und Stoff. Außenrum den Strukturen, das man als System auch sehen kann. Und vor dem Hintergrund wird ganz interessant, je nachdem, auf welchen Aspekt ich blicke, kann ich Digitalisierung anders verstehen, anders interpretieren. Ein Beispiel sicherlich, wenn ich auf Lehrpersonen blicke, dann geht es um Lernen im Arbeit 4.0. Digitalisierung hat die Arbeitswelt von Lehrpersonen verändert. Viel Gutes dabei, viel Schlechtes dabei, aber das ist ein anderer Fokus, der mich jetzt vor dem Hintergrund eines Bildungs- und Erziehungsauftrags nicht so brennend interessiert. Wichtiger für mich der Bereich, wenn es um ein Lernen 4.0 geht. Also die Frage, welchen Einfluss haben digitale Medien, wenn es um das Lernen in den Fächern geht? Können sie Lernen hier unterstützen? Wenn ja, wie? Und wo ist es besser, diese digitalen Medien vielleicht nicht einzusetzen, weil sie Lernen behindern können? Auch diese Frage müssen wir uns stellen können. Davon zu unterscheiden aus meiner Sicht Bildung 4.0. Lernen ist nicht gleich Bildung. Lernen geht stark um das Wissen, das ich mir an der Bildung, ist der Fokus weiter. Da geht es um Werte, um Normen, da geht es um ein kulturelles Verständnis, da geht es um Sinnverstehen, was deutlich über den Wissensbereich hinausgeht, wie auch der Artikel 131 aus der Bayerischen Verfassung deutlich macht. Und ein letzter Punkt, der sicherlich auch sehr wichtig ist, ist sowas wie Verwaltung 4.0. Wenn Sie Stundenpläne anschauen, wenn Sie darauf schauen, dass Eltern ihre Kinder heute bereits online krank melden können, dann sind es Aspekte, die hier Schule verändern, über die man auch diskutieren kann. Worauf ich aber heute den Schwerpunkt lege als Schulpädagoge, ist das Lernen 4.0 und das Bildung 4.0. Ich möchte kurz zum Bildung 4.0 Stellung nehmen, weil das ein sehr übergreifendes Thema ist. Bildung ist letztendlich mehr als Lernen, von daher eine Eingrenzung dazu. Und ich denke, da sind wir in der Medienpädagogik gut aufgestellt. Da gibt es ja Entwicklungen und Forschungen und Theorien, nicht erst seit heute, schon über Jahrzehnte hinweg. Und wenn Sie diesen Bereich in den Blick nehmen, also die Frage, was macht Technik mit den Menschen, wie verändert Technik unsere Gesellschaft, wie verändert Technik Kommunikation, dann sind letztendlich im Kontext einer Medienerziehung vier Felder ganz entscheidend. Es geht um eine Medienkunde, was ich Lernenden vermitteln muss, also das Wissen im Umgang mit den Medien, die Mediennutzung, also das Können, wie ich digitale Medien einsetze, die Frage der Mediengestaltung, wie nutze ich dieses Wissen und Können über Medien für meinen konkreten Lebensentwurf und als letzter Punkt die Frage der Medienkritik, die Sie alle nachvollziehen können im digitalen Zeitalter mehr als früher, wenn es um Fake News geht, wenn es um Mobbing im Internet und so weiter geht, ist es wichtig, dass man auch eine kritische Dimension letztendlich hierzu entwickelt und das ganze Paket geht in Richtung Medienbildung, was ich sehr wichtig finde. Heute möchte ich den Schwerpunkt aber setzen vor dem Hintergrund einer empirischen Forschung auf den Bereich Lernen 4.0, also auf die Frage, was wissen wir denn über den Einfluss von digitalen Medien auf Lernprozesse in den Fächern, um in der nächsten Schritt zu überlegen, was können wir Lehrpersonen tun, welche didaktischen Konzepte brauchen wir, damit wir letztendlich diese digitale Transformation zum Wohle von Kindern und Jugendlichen nutzen können. Um das ein bisschen konkreter zu machen, möchte ich den Begriff Lernen 4.0 durchaus auch schärfen.
Ich finde ganz spannend, hierzu die Überlegungen, die man zum Begriff des Web entwickelt hat, Web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, der ein bisschen die Geschichte, die hinter diesem World Wide Web steht, auf den Punkt bringt. Das Web 1.0 ist ja früher im CERN eine Online-Plattform gewesen, wo es für eine kleine Gruppe von Forschenden Informationen zur Verfügung gestellt hat. Also wenn man Forscher am CERN war, konnte man sich über dieses Web Informationen holen, ohne selber Informationen reinzugeben, sondern es war in eine Richtung gedacht, diese Informationen zu bekommen. Weiterentwickelt kann man das sehen, wenn es dann nicht nur darum geht, dass ich mir Informationen hole über diese Online-Plattform, sondern in Form eines Web 2.0 mit den Personen, die in meinem Zirkel sind, ins Gespräch kommen kann, mir Nachrichten hin und her schicken kann oder in Form eines Web 3.0 sogar selber Informationen hochstellen kann, die dann wiederum von anderen Personen genutzt werden. Und das Web 4.0 zeigt sich vor dem Hintergrund in einer besonderen Art und Weise als einen hohen Grad der sozialen und kognitiven Vernetzung. Für mich Paradebeispiel, auch wenn man es im akademischen Kreis nicht so gern hört, Wikipedia. Wikipedia weist einen hohen Grad an sozialer und kognitiver Vernetzung auf. Wir können miteinander in Kontakt treten, wir können gemeinsam einen sehr umfassenden Artikel zum Themenbereich bearbeiten, wo jeder seine Expertise letztendlich hineinbringt. Und das ist schon mal der Hinweis darauf, wo die Stärke von digitalen Medien zu sehen ist. Sie können Raum und Zeit überbrücken. Unabhängig davon, wo ich mich befinde, unabhängig davon, wann ich darauf zugreife, sie ermöglicht es, dass Menschen miteinander in Kontakt treten und ihre Intelligenz sozusagen miteinander verbinden. Und das geht Richtung Web 4.0. Und wenn ich das übertrage auf ein Lernen 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dann kann ich es in gleicher Weise tun. Lernen 1.0 vergleichbar mit jemandem, der allein für sich arbeitet, ohne soziale Vernetzung, in Einzelarbeit, in sein Buch zurückgezogen ist. Und es kann raufgehen bis zu einem Lernen 4.0, wo es eben sehr stark Lernprozesse kennzeichnet, mit einem hohen Grad der sozialen Interaktion, mit einem hohen Grad der kognitiven Vernetzung. Dass sich, und das ist ein wichtiger Hinweis, dieses Lernen 4.0 nicht nur mit digitalen Medien erreichen kann, sondern auch durchaus in einem bestimmten Setting, wenn ich Personen zusammenbringe, liegt auf der Hand. Aber das ist ein Lernen, von dem wir wissen, dass es hohe Effekte auf Nachhaltigkeit im Wissens- und Kompetenzaufbau erbringen kann. Das ist ein kleiner Vorspiel und Einstieg in den zweiten Punkt, nun mal genau drauf zu schauen, was wissen wir denn über den Einfluss dieser digitalen Medien auf den Lernprozess. Und es wird Sie nicht überraschen, dass ich an der Stelle vor allem auf meine Arbeiten zunächst über John Hattie und in letzter Zeit auch verstärkt mit John Hattie Bezug nehme. John Hattie hat ja mit Visible Learning 2009 den größten Datensatz der empirischen Bildungsforschung veröffentlicht, mit damals über 800 Meta-Analysen. Die Arbeit daran ist weitergegangen. Aktuell haben wir über 1400 Meta-Analysen, die ca. 80.000 Einzelstudien umfassen und an denen geschätzt ca. 300 Billionen Lernende teilgenommen haben. Warum nenne ich diese Zahlen gerne explizit? Weil sie die empirische Wucht verdeutlichen, mit der die Hattie-Studie daherkommt. Vergleichen Sie nämlich diese Zahlen beispielsweise mit den PISA-Studien, die geschätzt auf 6 bis 9 Millionen Lernende kommen, dann wird die Breite, die Umfassenheit letztendlich des Zuganges deutlich, mit der John Hattie versucht, Gelingensbedingungen von Schule und Unterricht sichtbar zu machen. In diesem Kontext ist durchaus auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade in den letzten Jahren eine ungeheure Zunahme an Meta-Analysen im Bereich der digitalen Medien zu verzeichnen ist. Also das ist der Bereich, wo aktuell am meisten erforscht wird, wo es am meisten neue Faktoren gibt. Wie gehen wir bei dieser Auswertung des Datensatzes vor? Wir versuchen also diese Meta-Analysen zusammenzufassen, indem wir Faktoren bilden, beispielsweise Einsatz von PowerPoint, beispielsweise Smartphone-Einsatz, beispielsweise aber auch so Sachen wie Feedback, Lehrer-Schüler-Beziehung, wo es eine Reihe von Forschung dazu gibt. Und für diese Faktoren letztendlich Effektstärken zu berechnen, also ein statistisches Maß, eine Zahl, die dann ausdrücken soll, ob dieser Faktor zu einer Steigerung der Lernleistung führt, wenn er positiv ist, oder zu einer Reduzierung der Lernleistung führt, wenn er negativ ist. Und ein erstes wichtiges Ergebnis kann man sich schon mal vor Augen führen, wenn man mal den Datensatz insgesamt anschaut. Sie sehen hier die Effektstärken angeführt von minus 1 bis plus 2 ungefähr reichend und aufsummiert mal die Anzahl der Effekte über die einzelnen Meta-Analysen hinweg. Und was auf dieser Folie recht schön sichtbar ist, ist, dass 95% dessen, was in Schule und Unterricht passiert, eine positive Effektstärke hat. Insofern können wir Lehrpersonen uns schon mal zurücklehnen, weil wir feststellen können, Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule schlauer, als sie hineingekommen sind. Gleichzeitig ist das aber auch ein bisschen die ganze Krux an der Diskussion. Denn es wird jede Lehrperson, jede Schule für sich behaupten können, dass wir erfolgreich unterrichten.
Und in gleicher Weise würde ich für jede Reformidee, auf die ich komme, behaupten können, sie wird einen positiven Effekt auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern haben. Ganz konkret auf das Thema bezogenes Beispiel, wenn ich heute sage, ich ersetze in jedem Klassenzimmer die Tafeln durch Smartboards, die Hefte durch Tablets, es wird einen positiven Effekt auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern haben. In gleicher Weise aber auch, was Schulen in England gerade machen, dass sie nämlich die Smartboards wieder rausschieben, die Tafeln aus dem Keller holen und in das Klassenzimmer heimbringen, auch das wird einen positiven Effekt auf die Lernleistung haben. Sodass die entscheidende Wendung an der Stelle ist, nicht danach zu fragen, ob etwas wirkt oder nicht, sondern vielmehr geht es darum, danach zu fragen, was wirkt denn eigentlich am besten? Ab wann lohnt sich denn diese Maßnahme? Und diese Zuspitzung versuchen wir damit zu beantworten, indem wir den Nullpunkt verschieben, weg von der Null hin zu 0,4. Warum die 0,4? Das ist der durchschnittliche Effekt über alle Effektstärken, die wir messen können. Insofern ist der Anspruch sicherlich pragmatisch, in meinen Augen auch aber überzeugend, nämlich besser sein zu wollen als der Durchschnitt. Das heißt, es geht darum, Faktoren zu identifizieren, die in der Konsequenz einen überdurchschnittlichen Effekt nach sich ziehen. Und das ist für mich der empirische Mehrwert. Empirisch nachweisbar überdurchschnittlich einen Effekt hervorzurufen. Alles andere ist unterdurchschnittlich. Kann ich mir schon die Frage stellen, warum soll ich es dann machen? Muss ich es gut abwägen? Kostet es viel Geld? Kostet es viel Zeit? Und vor dem Hintergrund zu reflektieren, wo hier die Effekte sind. Und das ist der Bereich der erwünschten Effekte, davon zu unterscheiden in Kürze sogenannte Schulbesuchseffekte zwischen 0,2 und 0,4, die eintreten in einer ganz gewöhnlichen Schule bei durchschnittlichen Lehrkraft, ohne dass was besonders passiert. Und davon zu unterscheiden sogenannte Entwicklungseffekte zwischen 0 und 0,2, die häufig allein dadurch eintreten, dass Lernende älter werden, recht schon zu beobachten bei Kindern im Primarbereich, wo man feststellt, die können auf einmal was, was sie halb so davor nicht konnten, ohne dass irgendeine Intervention passiert ist. Also das Älterwerden, das sich bewegen in sozialen Kontexten führt dazu, dass ich lerne und problematisch, aber wie gesagt unter 5% der Faktoren und Effekte, sogenannte umkehrende Effekte, die dann in der Tat dazu führen, dass die Lernleistung aufgrund bestimmter Maßnahmen darunter leidet. Das Ganze mündet in dieses HETI-Barometer, das Sie vielleicht kennen, das ich zeige, weil ich später nochmal drauf zurückkommen möchte. An der Stelle mal eine kleine Reflexion. Und zwar, wenn es mir um die Effektivität von solchen Faktoren geht, möchte ich heute zwei Betrachtungsweisen einnehmen. Zum einen mal blicken auf Lernende. Was macht digitale Medien eigentlich mit Lernen im Hinblick auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern? Also welchen Einfluss können Faktoren hier haben? Und dann konkret in den Unterricht blicke. Und Faktoren auf Seiten der Lernenden, hier mehr Auswahl, sowas wie Depressionen, Schlafstörungen, Smartphones, soziale Medien, also die sozialen Netzwerke, Schlafdauer, Schlafqualität, Selbstkonzept, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus, Arbeitsgedächtnis. Wenn Sie es doch für sich mal reflektieren, größer Punkt 4, kleiner Punkt 4, aus Ihrer Einschätzung, wie wirkt sowas? Und ich möchte es nur zeigen, um nochmal deutlich zu machen, warum hier so kontrovers diskutiert wird. Die ersten Faktoren, Depressionen, Schlafstörungen, Smartphones, soziale Medien, Schlafdauer, Schlafqualität, werden häufig auch im Zusammenhang mit digitalen Medien natürlich gesehen. Wohingegen das andere durchaus Faktoren sind, altbewährte Aspekte. Und ich möchte Ihnen mal nur zeigen, wie der Datensatz sich hier darstellt. Was wir recht schön erkennen können, ist, dass all die vorhin genannten Faktoren durchaus zu Problemen auf Seiten der Lernenden führen. Mal herausgegriffen soziale Netzwerke. Wir können feststellen, dass Kinder und Jugendliche heute bis zu 4 Stunden in solchen sozialen Netzwerken verbringen. Und unbestritten hat das einen negativen Effekt auf die Lernleistung von Kindern und Jugendlichen. In gleicher Weise die Nutzung von Smartphones außerhalb des Unterrichts. Auch das korreliert negativ mit der Schulleistung, wenn man die Dauer sich anschaut. Und vor dem Hintergrund für mich, nicht die Folge ist, das Zeug zu verteufeln, aber durchaus mit pädagogischer Verantwortung draufzuschauen und festzustellen, Technik hat Möglichkeiten, hat Grenzen. In Technik liegt viel Gutes, es kann aber auch durchaus was Schlechtes liegen. Und das ist ein klarer medienerzieherischer Anspruch, der daraus resultiert. Wir müssen die Lernenden in die Situation versetzen können, damit sie Herr der Technik sind. Damit nicht die Technik über die Menschen regiert, sondern die Menschen durchaus in der Lage sind, Technik für ihre Lebensentwürfe positiv nutzen zu können. Nun der Blick stärker in den Unterricht hinein. Auch hierzu mal ein Bündel an Faktoren. Mittlerweile sind es über 25 solcher Faktoren, die wir hier unterscheiden können. Manche sehr grob, darum sage ich immer, Visible Learning ist ein guter Einstieg in die Diskussion,
kann aber nicht der letzte Schluss sein, sondern Einzelstudien aufzugreifen, genauer nachzuschauen, was kann man denn ganz konkret daraus ableiten, ist mir immer wichtig. Aber mal als erste Orientierung finde ich diese Zugangsweise hilfreich. Beispielsweise Clicker, das sind so Abstimmungsinstrumente, Computerunterstützung im Unterricht allgemein, Digitalisierung bei Förderbedarf, beim Lesen, beim Schreiben, im Fernunterricht, im Primarbereich, Sekundarbereich, Tertiärbereich, in anderen Fächern, wozu Fremdsprachen etc. zählen, in den Naturwissenschaften, in Kleingruppen Mathematik, Einsatz von PowerPoint, intelligentes Tutoring-System, interaktive Lernvideos, Laptop-Einzelnutzung, neue Medien in einem Blog, Smartboards und Co., Online-Lernen, programmierte Instruktion, Simulationsspiele, Smartphones im Unterricht hier gemeint und webbasiertes Lernen. Und reflektieren Sie mal für sich aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Expertise heran. Was ist ein größer Punkt 4, kleiner Punkt 4? Um mal Ihre Vorerfahrungen zu aktivieren und darauf aufbauend reflektieren zu können. Ich zeige Ihnen mal die Ergebnisse nun dazu. Folgendermaßen. Es hat vielleicht jeder so seinen Lieblingsfaktor, wo er genau drauf schaut. Für mich recht schön, mittlerweile zu erkennen, dass Visible Learning mal den Anspruch hatte, die Komplexität der Forschungswirklichkeit zu reduzieren. An dem Beispiel stellt man fest, naja, wird immer schwieriger. Ein Wust an Zahlen, was kann man draus lesen? Ich versuche dennoch, weil ich glaube, dass man hier schon erste wichtige Botschaften formulieren kann. Die erste möchte ich, indem ich mal hinblicke darauf, auf die Gesamteffekte, die wir feststellen können, die unter Punkt 4 sind, 0,33. Das heißt, von digitaler Revolution kann man durchaus reden, wenn man sich die Technik anschaut. Ich komme auch auf den Punkt später noch zu sprechen. Aber dass aus dieser digitalen Revolution eine Revolution des Lernens folgt, können wir empirisch noch nicht ableiten. Vielleicht gelingt uns das eines Tages, aber aktuell, basierend auf den Forschungen, muss ich feststellen, wir können es noch nicht. Differenzierter Blick auf die Daten. Eine These, die man häufig hört, ist ja zum Beispiel die, dass man sagt, Digitalisierung oder der Einsatz digitaler Medien ist abhängig von dem Alter der Lernenden. Je älter die sind, desto wirksamer können sie werden. Dieser Frage kann ich bereits an der Stelle in den Blick nehmen, wenn ich mal diese Faktoren herausgreife, die darauf fokussieren. Primarbereich, Tertiärbereich, Sekundarbereich. Würde diese These zutreffen, dann würden Sie ähnlich wie im kooperativen Lernen feststellen, dass die Effektstärken mit dem Alter der Lernenden steigen. Das tun Sie nicht. Insofern kann ich schon mal den Schluss ziehen, die Wirksamkeit von digitalen Medien hängt nicht vom Alter der Lernenden ab. Zweites Argument, das man gern hört, ist die Frage, dass der Einsatz von digitalen Medien von Fächern abhängt. Es gibt ja technikaffine Fächer, wo man dann erwartet, da passiert dann sehr viel. Auch diesen Blick kann man schärfen, wenn man auf die Daten schaut. Förderbedarf, Lesen, Schreiben, Naturwissenschaft, Mathematik. Für mich durchaus überraschend, dass die Fächer, von denen ich gedacht hätte, dass ein sehr hoher Effekt, nämlich Mathematik und Naturwissenschaften, die geringsten Effekte zu verzeichnen sind. Konsequenz, Schlussfolgerung aus der Sicht, die Wirksamkeit von digitalen Medien hängt nicht vom Fach ab. Und Sie merken schon, worauf ich hinaus möchte. Nicht von dem Alter der Lernenden, nicht vom Fach. Man könnte vielleicht noch einen dritten Punkt hinzufügen und sagen, es ist eine Frage der Technik. Wir haben heute andere Technik wie vor 10 Jahren. Die neuere Technik führt automatisch zu besseren Effekten. Auch hier kann man drauf schauen. Clicker, was sehr modernes, Smartphones, webbasiertes Lernen, Laptop-Einzelnutzung etc. etc. Die Konsequenz für mich an der Stelle, klar, die Wirksamkeit der digitalen Medien hängt auch nicht von den Medien selber ab, sondern sind andere Faktoren, die darüber entscheiden, ob digitale Medien wirken oder eben nicht wirken. Jetzt kann man vielleicht noch ein Argument versuchen, in den Blick zu nehmen. Ich habe schon angedeutet, weil manche sagen, naja, so diese Meta-Analysen ist viel altes Zeug drin und die Technik heute, die ist doch viel moderner und viel schneller und viel agiler und viel interaktiver, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn man sich mal anschaut, die Meta-Analysen über die Zeitspanne im Verhältnis zur Effektstärke. Wenn das Argument zutreffen würde, dass die neuere Technik wirksamer ist, dann würden Sie gleich sehen, dass mit dem Alter der Meta-Analysen, je jünger die sind, desto höher die Effektstärken sichtbar werden würden. Folgende Darstellung dazu. Was man recht schön erkennen kann, die Linie, die eingezeichnet ist, die geht ganz langsam aufwärts von 0,35 in etwa bis 0,39 hinauf. Also den durchschlagenden Effekt über die Zeit können Sie hier auch nicht sichtbar machen. Also es ist auch nicht das Alter der Analysen, es ist auch nicht das Alter der Technik, das darüber entscheidet,
sondern es muss erneut ein anderer Aspekt sein. Wenn Sie hier beispielsweise mal drüberlegen, die Geschwindigkeit der Prozessoren oder die Speicherkraft der Rechner, dann ist das eine Linie, die durch die Decke schießen würde. Also wir haben eine digitale Revolution, ja, sie ist noch nicht abwandelbar, noch nicht im Kontext des Lernens. Bevor ich das weiter versuche zu schärfen, mal einen Blick in die einzelnen Faktoren hinein. Ich habe es angekündigt, Visible Learning ist aus meiner Sicht hilfreich, um einen Überblick zu bekommen, aber dann konkret reinzuschauen, finde ich wichtig. Hochspannender Faktor Smartphones im Unterricht, vor allem deswegen spannend, weil wir gerade in den letzten Wochen eine Reihe von Meta-Analysen eingespeist haben und es insofern spannend ist, weil wir feststellen können, ich habe noch keine Antwort drauf, dass sowas wie Smartphones, wie Tablets in nicht-westlichen Ländern eine viel höhere Effektstärke nach sich ziehen als wir in westlichen Ländern. Also wenn Sie Studien in China, in Taiwan sich anschauen, werden Sie feststellen, Effektstärken von Punkt 1 und noch höher, von 1.0 und noch höher, wohingegen in westlichen Ländern sie immer unter 0,4 bleiben und selten darüber hinausgehen. Woran das liegt, ich weiß es noch nicht. Das ist eine Aufgabe, wo man genauer hinschauen muss. Generell ein Effekt, der knapp drunter ist. Wir wissen beispielsweise, der Einsatz von Smartphones kann hilfreich sein, wenn es um schnelles Feedback geht, weil ich hier schnell von den Lernenden Rückmeldungen erhalte und dann liegt es an mir, Lehrperson, damit umgehen zu können. Aber pauschal zu sagen, Smartphones in den Unterricht unterstützt das Lernen und führt zur Revolution, kann man eher mit Zurückhaltung sehen. Ich möchte eine Studie nennen, die uns ein bisschen zu denken geben sollte, mit dem schönen Titel Brain Drain. Man hat in der Studie einen Versuch durchgeführt, und zwar mit drei Gruppen von Lernenden, die haben dann einen Test durchführen müssen und man hat gemessen die Testergebnisse und auch die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit in den Tests. Und die drei Gruppen bestanden darin, dass die eine Gruppe das eigene Handy ausgeschaltet am Tisch liegen hatte, die zweite Gruppe das eigene Handy ausgeschaltet in der Tasche stecken hatte und die dritte Gruppe das Handy vor dem Prüfungsraum abgeben musste. Und die Forschungsfrage dahinter war, welchen Einfluss hat die Nähe des eigenen Smartphones auf die Leistung im Test und auf die Aufmerksamkeit? Und das Ergebnis ist eindeutig. Je näher das Smartphone ist, desto geringer ist die Lernleistung, desto geringer ist die Aufmerksamkeit. Das muss, als empirischer Realismus sagen, das muss ich mal zur Kenntnis nehmen. Soll jetzt nicht heißen, dass das Smartphone per se zu verteufeln ist, aber es zeigt doch auf, wir müssen lernen, mit dieser Technik umzugehen. Wieder medienerzieherischer Auftrag. Zweiter Faktor, in den ich blicken möchte, weil ich selber gerade PowerPoint verwende, in meinen Vorlesungen nicht mehr, aufgrund der Forschung, Einsatz von PowerPoint, durchaus geringe Effekte, auch wenn man feststellen kann, es wird immer mehr PowerPoint gezeigt. Interessant sind vielleicht die Beobachtungen, die deutlich machen, dass nicht die PowerPoint per se ein Problem ist, sondern es durchaus viel mit Lehrerprofessionalität zu tun hat. Wir können beispielsweise in den Untersuchungen feststellen, dass Menschen, Sie merken es wahrscheinlich gerade an mir, die ein PowerPoint benutzen, schneller sprechen, als würden sie keine PowerPoint benutzen. Also die Sprachgeschwindigkeit nimmt nachweislich zu. Ein zweiter Punkt, den man recht schön feststellen kann, ist, dass Zuhörende, wenn sie PowerPoint sehen, immer in einen Aufmerksamkeitskonflikt gebracht werden. Folge ich dem Redner, habe Blickkontakt oder folge ich den Folien? Was zu einer zusätzlichen Belastung des Arbeitsgedächtnisses führt. Und ein dritter Problembereich, den man recht schön erkennen kann, der in der Tat nicht der Technik anzulasten ist, aber der Professionalität, dass man feststellen kann, dass in PowerPoint häufig Argumentationsschritte oder komplexe Abbildungen, Modelle mit einer Folie an die Wand geworfen werden, wohingegen sie früher beispielsweise mit Tafel und Kreide sukzessive Schritt für Schritt entstanden worden sind und damit ein Verstehen gefördert haben. Nun wäre es technisch möglich, dass ich das aufbaue. Wir müssen leider feststellen, es passiert häufig nicht. Insofern nicht das Techniksproblem, sondern meine Professionalität. Und das auch schon mal die entscheidende Botschaft an der Stelle. Wir brauchen hohes Qualität an Unterrichtseffizienz, um solche Technik letztendlich auch nutzen zu können. Vielleicht noch der Blick in einen weiteren Faktor, Laptop-Einzelnutzung. War ja lange Zeit so der Gedanke, wir müssen Kinder und Jugendliche eben einen Computer geben. Mittlerweile, Sie kennen die Aussage von der Dorothee Bär, die hat einmal gesagt, Kinder brauchen heute nur bloß drei Sachen für die Schule. Ein Tablet, die Sportschuhe und ein Pausenbrot. Ich würde am liebsten entgegnen, warum ausgerechnet ein Pausenbrot? Brot, gesunde Ernährung. Ja. Zurück zum Tablet, ist der Faktor ganz interessant, Laptop-Einzelnutzung, Sie sehen, nicht durchschlagend, man kann sich es auch vorstellen, allein die Technik reinzugeben, wird an der Unterrichtsqualität nichts verbessern,
Also ein schlechter Unterricht wird durch einen Laptop für jeden Lernenden nicht besser werden. Interessant vielleicht an der Stelle eine Studie, die durchaus auch zum Nachdenken anregen kann, mit dem schönen Titel The Pen is Mightier than the Keyboard. Wo man mal versucht hat, an Digital Natives herauszufinden, wie können sich die Unterrichtsinhalte besser merken, wenn sie mit Papier und Bleistift mitschreiben oder wenn sie am Laptop mitschreiben. Und auch hier ist das Ergebnis eindeutig. The pen is mightier than the keyboard. Also mit Papier und Bleistift mitgeschrieben, fördert das Lernen nachhaltiger als mit dem Keyboard. Was sind vielleicht die Gründe auch hier in der Beobachtung? Man kann zum einen feststellen, dass Menschen mit Papier und Bleistift weniger mitschreiben als mit Keyboard, weil die Aufmerksamkeitsbereit selektiver ist und eine Verarbeitung stattfindet, wenn ich das mit der Hand schreibe. Und ein zweites Beispiel, was man feststellen kann in den Skripten von Unterricht, ist, dass Lernende mit Papier und Bleistift mehr Querverweise machen, mehr Nachtragungen erstellen als jetzt nur mit Keyboard. Das kann manchmal an der Technik liegen, dass es schwieriger ist. Man kann aber vielleicht auch sagen, in Zeiten von Tablet und Co., die Studie ist zwar gar nicht so weit, aber eigentlich schon überholt, weil es geht ja nicht mehr um Laptop für Lernende, sondern es geht um Tablet für Lernende. Und auch dazu eine ganz spannende, groß angelegte Meta-Analyse aus dem letzten Jahr mit dem schönen Titel Don't throw away your printed books. Man hat in dieser Studie versucht herauszufinden, wie lernen Kinder und Jugendliche besser, wenn sie das, was sie mitgeschrieben haben am Tablet, auf dem Tablet lesen oder sich auf Papier ausdrucken. Und auch hier ist das Ergebnis eindeutig. Man lernt vom Papier besser. Was ist der entscheidende Punkt, den man feststellen kann? Dass das Lesetempo deutlich langsamer ist mit Papier. Es ist ein nachhaltigeres, ein tieferes Lesen, wohingegen mit Tablet man geneigt ist, es schnell nach oben zu wischen. Um das Ganze wieder einzufangen, ich möchte nicht sagen, dass die ganze Technik nichts bringt oder verteufelt werden muss. Aber die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es kein Selbstläufer ist, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie kann es gelingen, Lernende mit Kompetenzen, mit Haltungen auszustatten, damit sie diese Technik sinnvoll nutzen können und vor allem auch Lehrpersonen eine Professionalität geben, dass sie wissen, wann sich dieser Technikeinsatz lohnt, wann es vielleicht besser ist, auf andere Medien zurückzugreifen. Noch ein Faktor, der deutlich drüber ist, sind die intelligenten Tutoring-Systeme, womit ja Programme gemeint sind, dass Lernende sozusagen über Computer immer Aufgaben auf dem richtigen Niveau bekommen. Beispielsweise in Mathematik kann man anhand der Fehler, also die Programmierung so machen, dass die Lernenden immer letztendlich im Bereich der Herausforderung lernen. Das funktioniert in solchen Settings in der Tat ganz gut, sind aber zwei Voraussetzungen, die zu beachten sind. Die erste Voraussetzung ist, es gelingt ganz gut im Bereich der Reproduktion und Reorganisation. Sobald sie in den Bereich Transfer und Problemlösung kommen, geht der Wert drastisch nach unten, weil dann die Kraft der Peers, die Kommunikation, die Interaktion, das gemeinsame Arbeiten wichtiger ist als die Programmierung dahinter. Und eine zweite Einschränkung, dieses intelligente Tutoring-System funktioniert vor allem in Fächern, die curricular strukturiert sind. Mathematik als Paradebeispiel. Ich kann anhand der Fehler im Curriculum genau feststellen, wo ist der, wie, welche Aufgabentyp braucht er, um weiterzukommen. Für alle Fächer, die nicht diese starke curriculare Struktur haben, wie Politik, Geschichte und Ähnliches, funktioniert dieses System wiederum nicht mehr. Und damit zeigt sich aus meiner Sicht durchaus bereits das Potenzial von Medien, aber gleichzeitig auch, wie wichtig Professionalität von Lehrpersonen ist. Zwei Gründe vielleicht oder drei Gründe zusammengefasst, warum die Effekte noch nicht immer im entsprechenden Bereich sind. Einer für mich sicherlich eine falsche Erwartung, die man häufig an digitalen Medien setzt, die kulminieren in der Aussage, digitale Medien machen Lernen leichter. Manche machen sogar Werbung mit diesem Spruch. Und das ist aus meiner Sicht die falscheste Botschaft, die wir Lernenden senden können. Lernen ist nichts Leichtes. Lernen hat immer was mit Anstrengung zu tun, mit Einsatz zu tun, mit Umweg, mit Irrweg, mit Fehlern. Denken Sie an die ganzen Fehler, die der Motor des Lernens sind. Und jetzt zu suggerieren, jetzt habe ich nur die richtige Technik und dann wird alles leichter, ist eigentlich der falsche pädagogische Anspruch, der dahinter steckt. Und ich möchte es veranschaulichen mit der Vergessenskurve von Ebbinghaus, der das recht schön deutlich gemacht hat und aufgezeigt hat, wie wichtig diese Anstrengung ist. Ausgehend von seinen Untersuchungen wissen wir, dass um eine Information vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu bringen, mindestens 6 bis 8 Wiederholungen notwendig sind. Und wenn diese Wiederholungen nicht passieren, werde ich vergessen. Das heißt, der Moment des Vergessens beginnt im Moment des Merkens. Und das ist die Herausforderung zu wiederholen, zu üben, regelmäßig, vielfältig, herausfordernd zu üben. Und das ist ein Gesetz, das gilt völlig unabhängig davon, ob Sie mit analogen oder digitalen Medien lernen. Das ist eine Grammatik des Lernens. Die werden Sie nicht verändern, sondern die ist im menschlichen Gehirn verankert. Zweiter Grund.
Falsche Programmierung. Sie können hier eine Reihe von Apps bilden, sich mal selber raus und gehen Sie mal rein. Ich habe selber 3 Kinder, 2 im Grundschulalter, schaue da immer wieder mal rein, was gibt es so für neue Programme. Schon interessant, es gibt eine Vielzahl an Apps, gerade für Mathematik, für Deutsch, für jeden Bereich. Schauen Sie sich das bitte mal an und wenn Sie lang durchhalten, Respekt, wenn Sie das Ploppen und Blinken auf Dauer aushalten, wird Ihnen deutlich, warum diese Programme manchmal scheitern, weil Sie den Fokus weg vom Lernen lenken auf irgendwelche andere Aspekte, die zwar extrinsisch motivieren, aber sicherlich nicht intrinsisch und dazu eher das Arbeitsgedächtnis belasten als fördern. Apropos extrinsisch, intrinsisch ist auch ein spannendes Ergebnis aus der Forschung, Argument, das man häufig hört, dass digitale Medien die Motivation zum Lernen erhöhen. Können wir empirisch sogar nachweisen. Das Ganze hält an für 4 bis 6 Wochen. Wenn die Lernenden merken, es geht doch bloß ums Lernen, dann hilft die neueste Technik nicht. Und das ist wieder für mich so eine Grammatik des Lernens. Wir müssen Lernende darauf vorbereiten, dass sie intrinsisch motivieren, dass sie Autor ihres eigenen Lebens werden, dass sie ihre Bildung lernen, selber in die Hand zu nehmen. Nicht sich auf Technik verlassen, sondern ich bin es letztendlich, der für meine Bildung verantwortlich ist. Und das zu transportieren, können Medien helfen, aber nicht bitte das in Medien hineinverlagern. Das wäre ein falscher Anspruch, den man in Studienrecht schon nachlegen kann. Letzter Punkt. Und darauf habe ich schon ein bisschen hingewirkt. Es hat auch zum Teil mit einer falschen Pädagogik zu tun, dass wir einfach diese digitalen Medien häufig nur als Ersatz für die traditionellen Medien einsetzen. Klassischerweise das Smartboard als Tafelersatz, das Tablet als Arbeitsblattersatz, den Computer als Lexikonersatz. Und solange ich auf dieser Ersatzebene bleibe, sind die Effekte nicht durchschlagen. Und dann muss ich mir überlegen, lohnt es sich überhaupt? Können nicht sogar negative Effekte entstehen, wie bei der PowerPoint vorhin erläutert. Und insofern für mich eine Konklusion, Lernen bleibt Lernen. Um deutlich zu machen, dass das Lernen gewissen Grammatiken folgt, die unabhängig von analogen und digitalen Medien wirksam werden. Und zu diesen Grammatiken zählt beispielsweise, erfolgreiches Lernen erfordert Einsatz und Anstrengung. Unabhängig von analog und digital. Erfordert Kooperation und Austausch. Umwege und Irrwege, positive Beziehungen, einer der wirkmächtigsten Faktoren überhaupt. Fehler, Herausforderung stand unter und Überforderung, also Lernen nicht zu leicht zu machen, Lernen nicht zu schwer zu machen, sondern die Herausforderung zu setzen. Und das ist die Aufgabe von Lehrpersonen. Intensive Gespräche und Rückmeldungen und insofern eine gemeinsame Vision von Bildung, die jeder Lernende braucht. Konsequenz für mich, Digitalisierung kann im Unterricht hilfreich sein, wenn sie kein Selbstzweck ist, sondern die Lernausgangslagen berücksichtigt, herausfordert, Vertrauen aufbaut, Fehler sichtbar macht und Gespräche über den eigenen Lernprozess initiiert. Dies ist kein Selbstzweck. Ich komme noch mal darauf zu sprechen, weil es aus meiner Sicht durchaus eine wichtige Positionierung ist, um das differenzierter zu sehen. Ich warte. Gut. Und komme nun zu dem Bereich, wo wir Lehrpersonen aktiv werden können. Ich habe schon angedeutet, es geht darum, nicht die Medien als Ersatz zu sehen, sondern einen Schritt weiter zu denken. Und möchte hierzu den Gedanken vom Informationsträger zur Informationsverarbeitung gehen und Ihnen dazu ein Modell vorstellen, das ich hervorragend finde. Kein Modell ohne Kritik. Hetti ist nicht ohne Kritik, Ponte Dura ist nicht ohne Kritik, Zierer ist nicht ohne Kritik. Davon lebt aber Wissenschaft. Rubens Ponte Dura hat aus meiner Sicht als Haber-Professor für Informatik eine sehr fundierte und auch strukturierte Vorstellung geliefert und ein Arbeitsmodell, das sogenannte SAMR-Modell, SAMR-Modell, wo er 4 Ebenen des Medieneinsatzes unterscheidet, um deutlich zu machen, ich kann digitale Medien auf unterschiedliche Weise in den Lernprozess bringen. Auf der Ebene der Substitution, Ersetzungsebene, Augmentation, Erweiterungsebene, Modification, Änderungsebene, Redefinition, Neubelegungsebene. Ich stelle das Modell gleich vorweg, aber möchte ich schicken, dass wir aus der Forschung dazu gut wissen, dass der Bereich der Substitution Augmentation im Hinblick auf die Effektstärke unter Punkt 4 bleibt, wohingegen der Bereich Modification und Redefinition über Punkt 4 hineinkommt. Also das ist der Bereich, in dem wir kommen müssen, weil hier letztendlich der große, der durchschlagende Effekt sichtbar werden kann. Wie kann sowas ausschauen? Ein ganz konkretes Beispiel dazu. Sie können beispielsweise Kinder, Jugendliche eine Aufgabe geben, einen Text zu schreiben, indem sie ihnen Papier und Bleistift zur Verfügung stellen. Sie können das aber auch digital unterstützt machen, wenn die Kinder nicht mehr Papier und Bleistift schreiben, sondern sie bekommen einen Laptop oder ein Tablet. Das Ergebnis der Geschichte wird sich dadurch nicht verändern. Das kann in einem Fall besser werden, wenn die Kinder besser mit der Hand schreiben wie tippen,
Das kann schlechter werden, wenn die Kinder besser tippen wie schreiben. Aber sie werden keine durchschlagenden Effekte erzielen, weil in der konkreten Situation der Lernende immer noch alleine ist, für sich arbeitet, für sich nachdenkt. Es kommt deswegen zu keiner stärkeren Kollaboration, zu keiner stärkeren Interaktion. Es kommt dann nicht wesentlich zu neuen Ideen. Und das ist die Ebene der Ersetzung. Ich kann nun hergehen und sagen, ich gebe den Lernenden nicht nur Papier und Bleistift, sondern beispielsweise auch diese Bücher, die Sie vielleicht noch kennen. Vielleicht haben Sie die noch zu Hause. Ganz kurz Anekdote. Ich habe meiner Tochter das in der dritten Klasse zum Geburtstag geschenkt. War sie natürlich total begeistert, ist klar. Aber es war spannend für mich zu sehen, was es heißt, mit einem Buch das Alphabet zu begreifen. Das ist ja was Räumliches. Wo ist das A, wo ist das M, wo ist das Y? Und das zu sehen war total spannend. Wir haben dann eine Stunde lang in diesen Duden geblättert, vor und zurück. Man hat sich verlaufen, was digital nicht mehr möglich ist. Und es war hochinteressant, das hier zu sehen. Zurück zum Beispiel. Durch diese zusätzlichen Medien kann die Geschichte ein bisschen besser werden im Hinblick auf Orthographie und Grammatik. Digital hat das Ganze nur einen Vorteil, Sie brauchen nicht mehrere Medien, sondern ein Medium, denn all das steckt letztendlich in einem Computer drinnen. Also Sie erweitern eine Reihe von Medien, indem Sie es in ein Gerät packen. Aber auch hier, die Geschichte wird keine grundsätzlich andere werden, weil immer noch der Lernende allein mit seiner Geschichte und seinen Gedanken ist. Wie kann es nun weitergehen? Was sind die anderen Aspekte? Vielleicht ein kurzes Zwischenfazit an der Stelle. Ich würde da immer zurückhaltend sein mit diesem Verfahren. Das ist übrigens ein Foto, habe ich gesehen in der Grundschulklasse, wo man Smartboard hatte. 20 Kinder sind angestellt, jedes Kind hat eine Aufgabe rüberschieben müssen. Die Stunde war vorbei. Toller digitaler Unterricht, aus meiner Sicht Katastrophe, weil ein Kind eine Aufgabe geschoben hat. Aber gelernt hat man wahrscheinlich wenig. Insofern würde ich den Fokus gerne auf andere Aspekte lenken. Bereich der Änderung, also digitale Medien auszunutzen, neue Formate zu bringen, zur stärkeren Kooperation, zur stärkeren Vernetzung auf sozialer und kognitiver Ebene zu sorgen. Wenn ich beispielsweise die Geschichte nicht nur schreibe, sondern sie auch mit anderen teile, das kann die Nachbarklasse sein, das kann die Nachbarschule sein, das kann vielleicht sogar ein Autor sein, mit dem er in Kontakt trifft und gemeinsam mal letztendlich diese digitalen Medien nutzt und Raum und Zeit zu überbrücken, um letztendlich diese Wirkkraft der digitalen Medien zusammenzubringen. Und das ist bereits die Erweiterung, die zu einer stärkeren kognitiven Durchdringung des Inhalts führt. Ich kann es sogar noch weiter denken, was heute mit digitalen Medien sehr einfach ist. Ich kann nicht nur die Geschichte schreiben, sondern ich mache ein Drehbuch dazu. Ich mache einen Film dazu, wo die Lernenden verschiedene Rollen einnehmen. Ich somit weit über die Geschichte hinausgehe. Ich muss verschiedene Rollen bedienen. Ich muss als Regisseur agieren. Ich muss mir überlegen, wie schaut die ganze Choreografie dieser Szene aus und kann diese Geschichte dann aufspielen und letztendlich auch wieder über soziale Netzwerke ins Gespräch kommen, mit Regisseuren ins Gespräch kommen, in den Austausch treten und dadurch weitere Impulse für meine Arbeit am Lerngegenstand erhalten. Wichtig an der Stelle von mir der Hinweis, dass dieser Austausch bitte nicht die Face-to-Face-Kommunikation ersetzen darf. Ich habe kürzlich auch eine Stunde gesehen, wo man im Unterricht sich über WhatsApp-Nachrichten Informationen zum Lernprozess geschickt hat. Also ich schicke meinem Nachbarn, der neben mir sitzt, eine WhatsApp-Nachricht. Das kann man machen, ich würde es nicht machen. Weil sie ersetzen damit die Face-to-Face-Kommunikation. Und keine Kommunikation ist so nachhaltig und intensiv, wie wenn wir Menschen uns gegenüber sitzen und in die Augen schauen. Gibt es auch eine schöne Studie, die das nachweist. Nur als Hinweis, weil dann fällt man auf die Ebene der Ersetzung wieder zurück und das ganze Gute dahinter geht vielleicht verloren. Und insofern für mich zentral die Frage, das Warum zu klären. Also warum setze ich diese Medien in der konkreten Situation ein? Was ist das Ziel dahinter? Was möchte ich damit bewirken? Und das ist ein hohes Maß an Reflexion. Ich finde es ganz spannend, wenn man häufig Stunden anschaut, wo digitale Medien eingesetzt werden und die Lehrpersonen dann nachfragt, warum haben Sie das eigentlich an der Stelle eingesetzt? Ich habe oft die Antwort erhalten, weil es gerade en vogue ist oder weil ich es machen muss. Pädagogische Bankrotterklärung für mich hat nichts mit Professionalität zu tun. Sondern die Frage des Warum setzt voraus, dass ich reflektiere, warum für diesen Lernenden in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt? Und das ist die Frage von Professionalität, zu reflektieren, dass es hier dem Lernenden von Nutzen sein kann. Also im Zentrum steht insofern auch der Mensch und der Ort der Bildung ist die Interaktion zwischen
Menschen. Und Medien, ob digital oder analog, können helfen, diese Interaktion zu stärken, zu unterstützen. Und damit komme ich auch zum abschließenden Punkt, Conclusio, Pädagogik vor Technik. Ich habe schon angedeutet, dass das ist aus meiner Sicht bei weitem nicht trivial, sondern da steckt all diese Reflexion, die ich versucht habe, deutlich zu machen, drin. Und ich möchte es auch noch weiter zuspitzen mit der Unterscheidung, die man sich durchaus fragen muss in pädagogischen Kontexten, was technisch möglich ist, aber auch, ob es pädagogisch sinnvoll ist. Ich nehme als Beispiel mal Learning Analytics. Ich kann mit Hilfe von Learning Analytics beispielsweise, ich füttere einen Computer mit Big Data, das Ganze so programmieren, dass der Lernende, wenn er schon ins Klassenzimmer reingeht, ich am Tablet habe, welche Aufgaben der bearbeiten muss und so weiter und so fort. Ich kann sogar per Gesichtsscan feststellen, ob der Lernende heute traurig ist, ob er fröhlich ist, ob er schlecht geschlafen hat, was auch immer. Überwachungsstaat lässt grüßen. Und ich muss sozusagen nur noch auf mein Tablet schauen, um festzustellen, Froni geht so gut, Maxi geht so gut und so weiter und so fort. Technisch alles möglich. Die Frage ist pädagogisch sinnvoll. Meine Position, eine Lehrkraft, die diese Technik braucht, die hat den Beruf verfehlt. Weil im Zentrum von Pädagogik für mich immer noch die Interaktion zwischen Menschen steht. Wir müssen doch eine Atmosphäre aufbauen, wo man sich in die Augen schaut, wo die Lernenden zur Lehrperson kommen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wo ich auch Lehrperson durchaus mein Lernende darauf ansprechen kann, wo also dieser menschliche Austausch das Zentrale ist. Insofern würde ich immer gerne auch im Kontext von Digitalisierung die Forderung nach einer digitalen Schule ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, wir brauchen eine humane Schule im Zeitalter der Digitalisierung. Das Humane bleibt für mich im Zentrum von Pädagogik. Und jeder Versuch, das auszugrenzen, ist aus meiner Sicht sogar gefährlich. Vielleicht ein zweites Beispiel, weil das ja auch schon möglich ist, dass ich keine Fremdsprache mehr lernen muss, weil ich ja mit Apps mit Menschen kommunizieren kann, die gar nicht meine Sprache sprechen. Also ich könnte mich mit einem russischen Kollegin unterhalten, indem wir uns gegenseitig über die Apps das übersetzen lassen, was wir sagen. Technisch möglich. Warum noch Fremdsprachen lernen? Pädagogisch nicht sinnvoll. Weil das Lernen einer Fremdsprache sich ja nicht darin erschöpft, dass ich die Sprache sprechen kann. So eine Fremdsprache ist ein Träger von Kultur, von Geschichte, von Werten und Normen. Ich kann darüber den Horizont des Verstehens unendlich erweitern. Und wenn ich den Verstehenshorizont ausgrenze und nur noch auf die Sprachen sprechen reduziere, dann werde ich zur Maschine und ich habe nichts mehr mit dem Menschsein zu tun. Und insofern aus meiner Sicht wirklich gefährlich, diese Einengung, nur noch das zu machen, was technisch möglich ist. Technisch möglich ist ungeheuer viel. Aber wir haben in der Schule die Verantwortung, dass es pädagogisch sinnvoll bleibt. Und darauf hinzuwirken, ist für mich ein entscheidender Aspekt. Weswegen ich gerne auch zusammenfasse, wichtiger als das, was wir tun, ist, wie und warum wir das, was wir tun, machen. Also die Reflexion nochmal über die Gründe, die Professionalität, die dahinter steckt. Unterricht ist nicht nur Technik auf Seiten der Lehrperson, dass ich ein Programm abspule und das der Reihe noch mache, sondern es hat ganz viel mit Reflexion, mit den Gründen zu tun. Im Kern ist also pädagogisches Handeln immer ein ethisches Handeln. Ich habe immer Gründe dafür, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und genau diese Reflexion über die Gründe, die letztendlich immer bei Menschen ansetzen und bei Menschen aufhören, die letztlich immer die Frage nach Bildung formulieren, das ist für mich das Entscheidende aus schulpädagogischer Sicht. Weswegen ich immer gern als Professionalisierungsmodell für Lehrpersonen diese Darstellung bringe, um deutlich zu machen, dass der Kontext wirkt unbestritten, aber wir Lehrpersonen nicht nur mit unserer Kompetenz wirken, mit dem Wissen und Können, im Fach, in der Pädagogik, in der Didaktik, sondern unsere Haltungen ganz entscheidend sind, ob wir wirken oder nicht. Und bei den Haltungen meine ich das Wollen und das Werten. Die Motivation, die jeder Handlung vorausgeht und die Motive, die Gründe, die ich dafür habe, die dahinter liegen. Vielleicht ganz konkret nochmal gemacht, was es bedeutet. Ich kann als Lehrperson die Haltung haben, dass Fehler etwas sind, was zu vermeiden gilt. Findet man heute noch ganz, ganz oft. Führt zu einer Atmosphäre von Angst und Repression. Kinder, so wie meine Tochter, beginnen dann auf einmal zu Hause zu weinen, nach 4 Wochen Grundschulzeit. Ich frage die Viktoria, warum weinst du jetzt? Weil ich einen Fehler gemacht habe. 4 Wochen Grundschule. Das muss man sich mal vorstellen, was da passiert. In 4 Wochen Grundschule schaffen wir es, dass Kinder Angst haben, einen Fehler zu machen. Wo der Fehler des Motor des Lernens ist und eine Atmosphäre, wo keine Fehler mehr passieren, ist Kreativität tot, ist Innovation tot. Auf der anderen Seite aber die Haltung wichtig ist, Fehler als Motor des Lernens eben zu sehen, uns als Lehrperson das nicht versuchen einzudämmen,
sondern sie zu nutzen, mit den Lernenden ins Gespräch zu kommen, weil er vieles sichtbar macht. Wo ist die Herausforderung? Wie kann ich die Lernenden in ihrem Lernprozess unterstützen? Und dieses Denken in den Köpfen von Lehrpersonen hilft, digitale Medien sinnvoll in den Unterricht einzusetzen. Sodass man es vielleicht auf den Punkt bringen kann mit folgenden Aspekten. Ich entwickle positive Beziehungen, ich sehe Lernen als harte Arbeit, ich setze die Herausforderung, Schülerleistungen sind eine Rückmeldung für mich, über mich, ich informiere alle über die Sprache des Lernens, ich benutze Dialog anstelle von Monolog, ich bin ein Veränderungsagent, ich bin ein Evaluator, ich rede über Lernen, nicht über Lernen, ich arbeite mit anderen Lehrpersonen zusammen. Das sind aus unserer Sicht Haltungen, die wir empirisch recht schon nachweisen können, dass sie wirken, dass sie auch sichtbar sind. Ich möchte die letzte Haltung aufgreifen, ich habe schon ein bisschen angedeutet, auch mit dem Extrem vorhin, der Apokalyptiker und der Euphoriker, weil hochspannend ist, dass wir aus dem aktuellen Datensatz eine neue Nummer 1 letztendlich herauskristallisieren können, nämlich den Faktor kollektive Wirksamkeitserwartung, der auch in Zeiten von Digitalisierung für mich ganz wichtig ist. Was ist damit gemeint? Dass es ein Kollegium schafft, für sich zu klären, was bedeutet für uns allgemein gesprochen Unterrichtsqualität? Die einfachste aller Fragen, die aber am seltensten im Kollegium systematisch bearbeitet wird. Was ist guter Unterricht? Jeder hat eine Vorstellung davon, aber kollektive Vorstellung. Gemeinsam am Strang ziehen, klar zu definieren, wie wir unterrichten, worauf wir uns verständigt haben, was uns wichtig ist. Das ist damit gemeint. Und in Zeiten von digitalen Medien auch zu reflektieren, was bedeutet Digitalisierung für unsere Schule? Wie positionieren wir uns als Schule zu dieser Frage? Wo gehen wir rein mit Engagement und wie versuchen wir, unsere Schulwirklichkeit im Kontext einer Digitalisierung weiterzuentwickeln und letztendlich aus meiner Sicht das Humane ins Zentrum zu rücken. Vielleicht ganz passend zum Ort hier, habe ich ein schönes Zitat gefunden zum Abschluss, nämlich von Goethe, der geschrieben hat, denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht. Das trifft für mich alles, was ich versucht habe, umständlich vielleicht zu erklären, das sehr deutlich, wie wir den Umgang mit Technik sehen müssen. Jetzt habe ich viel über Digitalisierung gesprochen. Eine der großen Herausforderungen, erlauben Sie mir aber am Schluss, auf die große Herausforderung noch hinzuweisen, die nicht von der Digitalisierung zu trennen ist. Wir haben in Bayern gerade ein Volksbegehren erfolgreich durchgebracht, nämlich Artenschutz. Sagen Sie, was macht denn der Artenschutz Digitalisierung? Vielleicht kennen Sie den Film Welcome to Sodom. Schöner Untertitel, dein Smartphone ist schon hier. Worum geht es in dem Film? Es geht darum, wie wir westlichen Länder unseren digitalen Schrott entsorgen. Nicht schön fein säuberlich, sondern in Containern gepackt, nach Afrika gefahren, in der Regel nach Ghana. Dort werden die Container hingeschüttet und die Ärmsten der Ärmsten versuchen das dann unter widrigsten Umständen, unter Luftverschmutzung, Umweltzerstörung, ein paar Gramm seltene Erden, begrenzter Rohstoff zu gewinnen, um dafür ein paar Euro zu bekommen. Und solange diese Frage nicht geklärt ist, glaube ich, müssen wir auch über Digitalisierung nochmal ganz anders nachdenken, weil es die andere Seite der Medaille ist. Ich kann nicht nur von Digitalisierung reden, ohne diese Frage in den Blick zu nehmen. Denn Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht die zentrale Herausforderung. Sie haben das gesehen in der Migrationsfrage, man hat es gesehen in der Bankenkrise und wir haben es auch gesehen im Kontext von Fukushima. Insofern sind es zwei Fragestellungen, die zusammengehören und wozu sich auch Schule, gerade im Kontext von digitalen Medien, aus meiner Sicht verantwortungsvoll für die nachwachsende Generation zeigen und positionieren muss. Ich danke Ihnen soweit für Ihre Aufmerksamkeit.